Ey Leute, habt ihr meine Mail nicht bekommen? Das Hotel braucht unbedingt einen Imagefilmer mit weiter. Tja, und da stand man nun. Mit einem Imagefilm über eine Stadt ohne Image. Tja, und das alles in nur 2 Wochen. Was braucht man für so einen richtig geilen Imagefilm? Eine geile Stadt? Haben wir nicht. Ja, also mussten wir uns irgendwas überlegen. Aus unserer Not heraus haben wir dann einfach ein bisschen stibitzt, würde ich mal sagen. Du Perle an der, wie man das eben so macht in der Medienbranche. Ob die großen, es wurden quasi alle Imagefilme, die so auf dem Markt existieren, nicht nur angeschaut, sondern regelrecht analysiert. Naja, schon eher kopiert, oder? Ist halt alles irgendwie derselbe pseudo-emotionale Scheiß. Auf jeden Fall brauchen wir richtig geile Schnittbilder und krasse Fahrten. Und los geht's. Mit astreinen Kameraeinstellungen. Und Slow-Mo. Sorry. Für einen guten Imagefilm, da brauchen wir die Gesichter der Stadt. Wir brauchen eine reiche Studentin, ein Kind, weil Kinder ziehen immer, und den Durchschnittsbürger aus Mittweida. Lass die Fahne mal lieber weg. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Mittweida hat ja seine diversen Seiten. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja... Ja, Aushängeschild von Mittweida sind natürlich auch die ganzen Gangster-Kids. Ja, Skateboards, ihre 1000-Dollar-Hype-Beast-Outfits und am Supermarkt chillen. Ja, da wir Mittweidas Diversität jetzt komplett abgebildet hatten, wollten wir natürlich noch die Hotspots dieser Metropole zeigen. Und damit das nicht allzu kulturell und langweilig wirkt, haben wir uns dann noch einen ziemlich geilen Eyecatcher besorgt, nämlich einen Typ, der übelst krasse Moves drauf hat. Ich weiß nicht, irgendwie ist es alles noch ein bisschen lame. Ja. Drohnenshots! Ach, wir haben doch gar keine Drohne mehr. Ah ja, ich weiß noch beim letzten Mal. Ja, sowas können wir uns auf gar keinen Fall nochmal leisten. Ich hab da so eine Idee. Hallo. Ah, es funktioniert. Ja, dann haben wir es doch. Und es wäre ja auch nicht der geilste Imagefilm, wenn da nicht ein völlig austauschbarer Sprechertext drüber gesappelt werden würde. Mittweida. Den man irgendwie auf jede x-beliebige Stadt anwenden könnte. Noch so ein bisschen emotionale YouTube-Musik raufgeklatscht und zack, das Meisterwerk war vollendet. Film ab! Mittweida. Du Perle an der Zschopau. Große Kreisstadt auf dem Papier, Kleinstadt in den Herzen. Du bist zu Recht hoch berühmt und viel bereist. Glücklich ist der, der hier geboren wurde. Aber glücklich auch die, die dich als zweite Heimat wählten. Ich wurde aber hier geboren. Oh. Nein. Du hast so schöne Ecken, ob die großen Bekannten oder die kleinen Versteckten. Du bist eine grüne Stadt. Eine Stadt mit Architektur. Mittweida, du tanzt. Nicht nur eine Gemeinde, sondern ein immer größer werdender Freundeskreis. Mittweida, du bist ein Dorf. Du bist der Ort, an dem man etwas schaffen kann. Bei dir fühlt man sich frei und grenzenlos. Du wunderschöner Fleck Erde mit deinen Gegensätzen. Du bist so schön und perfekt. Wie ich. Ich bin nicht King dieser Stadt, aber Kind dieser Stadt. Vor allem bin ich Fan dieser Stadt und Teil der lautesten Gang dieser Stadt. An dir ist alles Gold, was glänzt. Deine sächsische Tradition kann man spüren mit jedem Detail. Weil sich Heimat hier noch wie früher anfühlt. Bei uns gibt es vielleicht nicht die meisten Partys, aber dafür die besten. Denn es sind unsere Partys.
mit Ryder, du bist du und auch sie. Und sogar die hier. Mit Ryder, du bist der Ort, der so vieles verbindet. Mit Ryder, hier gehören wir hin. Leute, denkt ihr aber bitte dran, dass das Hotel noch im Imagefilm vorkommt. Ach ja. Das ist unser Hotel.